In diesem Video zeige ich dir, wie du den Driver länger und konstanter schlagen kannst, mit Tipps, von denen du wahrscheinlich noch nie was gehört hast. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn dem so sein sollte, würde ich dich bitten, meinen Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Tipp Nummer 1 für längere und konstantere Drives. Höre auf zu überladen. So, was heißt das, überladen? Überladen bedeutet für mich, wenn jemand im Aufschwung exzessiv versucht, das Handgelenk sehr stark zu winkeln und den Schläger wahnsinnig stark in diese Richtung zu bringen. Zwar bedeutet das, wenn man das schafft, dass man mehr Potenzial für mehr Länge hat, keine Frage, und auch wenn ich Long Hitting unterrichten würde, wäre das etwas, wo ich sage, da müsste man in diese Richtung gehen, also es ist nicht falsch. Nur, für die meisten Hobbygolfer ist es koordinativ wesentlich einfacher zu unterladen. Was heißt das nun? Unterladen bedeutet für mich, dass man das Gefühl hat, als ob der Daumen niemals Richtung Ziel schaut, sondern eher nur nach oben oder sogar in diese Richtung hier. Da wirst du dann sagen, dann habe ich ja überhaupt keinen Handgelenkswinkel, da kann ich den Ball gar nicht weit schlagen. Moment einmal, so ist es nicht. Und zwar ist es so, wir haben ja hoffentlich einen ordentlichen Griff. Sprich einen Griff, der mehr in den Fingern ist, wo der kleine Fingerballen oben drauf liegt. Und jetzt kann man mit sehr wenig Aufwand schon sehr viel winkeln bereits. Wenn du nicht weißt, wie dieser Griff funktioniert, hier oben habe ich einen Link, der dir ganz genau erklärt, wie man einen ordentlichen Griff macht. Das Problem jedoch bei den meisten Hobbygolfern ist das, dass sie eben keinen ordentlichen Griff haben und den Schläger zu weit hier in der Handfläche greifen. Und dann können sie eben nicht ordentlich natürlich winkeln und dann beginnen sie eben mit Gewalt die Handgelenke brechen zu lassen und den Schläger viel zu weit aufzuschwingen. Und dann schaut das Ganze auch wahnsinnig verkrampft aus. Wenn du nun einen ordentlichen Griff hast, sprich mehr an den Fingern und der kleine Fingerballen liegt oben drauf hier, dann kannst du dir das erlauben als Gefühl, dass du sehr wenig winkelst und den Schläger beinahe nur bis hierher schwingst. Das hat dann auch den Vorteil, dass die Handgelenkstruktur wesentlich besser ist, weil je weniger ich hinauf winkle, desto flacher ist mein Handrücken. Wenig winkeln bedeutet einen flachen Handrücken. Und viel Winkeln bedeutet eher einen geknickten Handrücken, was wiederum die Schlagfläche öffnet. Also wirst du mit einem sogenannten unterladenen Schwung wahrscheinlich koordinativ wesentlich besser dran sein. Wenn du noch einmal mehr über die Handgelenkstrukturen hören möchtest, habe ich hier oben auch noch ein Video. Da erkläre ich dir eben das ganz genau, wie man die Handgelenke im Aufschwung zu benutzen hat. Aber auf alle Fälle für jetzt einmal versuche, wenn es geht, einen sauberen Griff zu machen und möglichst nicht zu winkeln. Tipp Nummer 2 für mehr Länge und Konstanz mit dem Driver. Versuche in Transition den Druck nicht auf die linke Ferse zu bewegen. Ja, ich schaue ja natürlich als YouTube-Creator selber jeden Tag sehr, sehr viele Videos an und immer wieder höre ich, dass empfohlen wird, man soll im Übergang seinen Druck auf die linke Ferse bewegen. Und ich, nachdem ich mich ja mit Biomechanik sehr stark beschäftige, kann ich nur sagen, dass dies nicht der beste Weg ist, es zu machen. Prinzipiell ist es ja gut, wie du vielleicht aus anderen Videos von mir weißt, dass man früh den Druck auf den linken Fuß bekommt. Jedoch möchte man im Übergang den Druck mehr auf den Fußballen haben und rechts eben mehr auf der Ferse. Das hat man ja normalerweise schon im Aufschwung, wenn man das optimal macht, aber auch im Übergang, wenn man dann wechselt, bleibt der Druck noch auf dem linken Fußballen und erst ungefähr, wenn der Arm hier ist im Abschwung, also wenn der linke Arm so, ja, so fast 45 Grad hinunter zeigt, das ist dann der Punkt, wo man dann auf die Ferse gehen kann.
sofern das überhaupt körperlich möglich ist. Der Grund ist der, stell dir vor, da gibt es doch diese Pillendosen, die eine Sicherung haben für Kinder, wo man zuerst runterdrücken muss und dann so leicht andrehen muss und dann erst öffnen sie sich. Ungefähr ist es mit der Drehung im Golfschwung. Wenn wir hier oben sind und den Druck nach links verlagern, was wir eigentlich schon viel früher machen, aber wir können es uns einfach mal so vorstellen. Wenn man den Druck auf den linken Fuß gibt, ist es so, als ob man jetzt die Pillendose runterdrückt. Jetzt fange ich an, schon zu drehen, aber es bewegt sich noch nichts. Das ist genau in dem Übergang hier. Hier wirken noch die Kräfte. Man fängt schon an zu drehen, aber es bewegt sich noch nichts. Erst später dann, sieht man im Video, wie hier dann die Hüfte reinkickt. Und man glaubt dann, oh, die Pros, die hauen so drauf mit der Hüfte, die geben hier unten so Gas im letzten Moment. Nein, nein, die erzeugen das alles hier oben, in dem Übergang hier. Da, wo die Dose gerade runtergedrückt wird und begonnen wird zu drehen. Und erst dann, ungefähr wenn man hier ist, beginnt man eben die Dose aufzudrehen. Und das ist dann das, was man dann eigentlich dann optisch als Drehung wahrnimmt. Wenn man auf die linke Ferse geht im Übergang, bekommst du diesen Effekt nicht von dieser Verdrehung mit der Pillendose und es wird ja vielleicht eine Art Drehung, schaut aus wie eine Drehung eventuell auch, aber es ist keine effiziente, keine biomechanisch korrekte Drehung und sie wird dir wahrscheinlich nichts bringen. Also bitte versuche im Übergang deinen Druck auf dem linken Fußballen zu lassen. Tipp Nummer 3 für mehr Länge und Konstanz mit dem Driver. Verliere den dorsalen Winkel im rechten Handgelenk nicht zu früh. Stopp, jetzt bevor du abdrehst vor so schlimmen Wörtern wie dorsal. Dorsal heißt nichts anderes als nach hinten, also wenn man das rechte Handgelenk nach hinten beugt. Das ist ganz natürlich, wenn man hier oben im Aufschwung ist, dann ist die rechte Hand, wie du vielleicht hier sehen kannst, bereits dorsal gebeugt. Und diese dorsale Beugung im rechten Handgelenk hat sehr viel damit zu tun, wie sich der Schlägerkopf, wie der Schaft sich bewegt. Würde ich jetzt zum Beispiel jetzt im frühen Abschwung beginnen, jetzt diese dorsale Haltung zu verlieren, sondern Richtung einen flachen rechten Handrücken zu gehen, dann siehst du, dass mein Schlägerkopf auch nach vorne wandert. Würde ich zum Beispiel jetzt im Übergang noch mehr nach hinten beugen, siehst du, dass der Schlägerkopf sogar ein wenig nach hinten geht. Und viele Hobbygolfer machen eben den Fehler, wenn sie hier im Übergang sind, dass sie hier beginnen zu früh diesen dorsalen Winkel zu verlieren und dann kannst du sehen, kommt der Schläger eher von außen. Das heißt, du willst versuchen, lange Zeit hierher den Winkel dorsal zu lassen und jetzt musst du ihn auflösen am Schluss, hier im letzten Moment, weil sonst wirst du den Ball rechts verlieren. Löst du ihn jetzt hier auf, im richtigen Moment bekommst du Länge und Präzision. Viel Erfolg damit. Tipp Nummer 4 für mehr Länge und Konstanz mit dem Driver. Bitte hör auf, das Becken bewusst zu feuern. Beschäftigt man sich mit dem Golfschwung, hört man immer wieder diesen Ausdruck kinematische Sequenz, sprich, dass im Übergang zuerst das Becken drehen soll, dann der Oberkörper kommt, dann die Hände und dann der Schläger. Und das ist auch natürlich vollkommen richtig. Und was dann passiert, ist, Amateurgolfer, Hobbygolfer hören das Wort, das Becken kommt zuerst und haben die Angst, dass es eben nicht so sein könnte, dass zum Beispiel die Arme zuerst kommen. Und was sie dann machen, ist, dass sie das Becken so stark vorausdrehen, dass alle anderen Körperteile hinten hängen bleiben und man dann komplett unkoordiniert durchschwingt. Ich habe übrigens zu diesem Thema schon ein Video gedreht. Hier oben kannst du nochmal den Link sehen und dieses Video ansehen. Also ich möchte jetzt nicht zu genau reingehen, aber auf alle Fälle ist es so, dass du verstehen musst, ja, es stimmt, die Körperteile, die starten Becken, Oberkörper, Arme, Schläger, aber sie starten in einem Millisekundenbereich hintereinander. Das heißt, wenn das Becken startet, jetzt hat schon der Oberkörper auch schon mitgestartet, sind hier schon die Arme. Das heißt, es ist eigentlich alles fast gleichzeitig.
Wenn man jetzt beginnen würde, auf Separation zu gehen, sprich, man versucht das Becken bewusst zu trennen, bewusst den Oberkörper zu trennen von den Händen, wird man wahnsinnig große Probleme bekommen. Und das machen die Besten der Welt einfach nicht. Das heißt, wenn du die fixe Idee hast, dass du dein Becken stark feuern musst, damit du länger wirst, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal versuchst, in der Aufschwung alle Körperteile zur selben Zeit einmal zu beschleunigen, vor allem die Hände und Arme. Und ich bin überzeugt, dass du den Ball so wesentlich besser treffen kannst. Bitte lass mich unten in den Kommentaren wissen, welcher von den vier Tipps dir am meisten geholfen hat. So, und damit du jetzt noch mehr über den Schwung mit dem Treiber lernst, würde ich dich bitten, dieses Video hier oben auch anzusehen. Das ist sehr, sehr ähnlich wie dieses und auch sehr interessant. Also, tschüss!